Hallo Leute und herzlich willkommen zur 162. Folge von Baldur's Gate, in der wir einmal eine Höhle unterhalb des Brunnen erkunden, die gespickt ist mit Leichen von Flüchtlingen. Des Weiteren machen wir uns nun endlich auf den Weg Richtung Norden, beziehungsweise wollen wir nun endlich in die Stadt. Unglücklicherweise, wie es zu erwarten war, werden wir aufgehalten von einer Wache und ihrem stählernen Beschützer. Halt! Es war wohl naiv zu glauben, dass wir einfach so an der Stahlwache vorbeispazieren können. Interessanterweise sind der Stahlwachen all unsere Taten aus der Vergangenheit sehr wohl bekannt und unglücklicherweise werden all unsere Taten eher als negativ statt als positiv bewertet, was dazu führt, dass wir mehr oder weniger als Bedrohung und Verbrecher angesehen werden. Doch mit dieser Geschichte endet diese Folge noch nicht, denn wir treffen außerdem zwei Vampire, die eine ganz interessante Geschichte erzählen, während wir im Hintergrund lauschen. Und zu guter Letzt erlangen wir noch neue Erkenntnisse in der Rivington-Mordserie, der wir jetzt ja als Detektiv zu Diensten sind. Und es stellt sich heraus, dass es sich dabei wohl um eine Art Prüfung handelt, um in dem Kreis der Ballisten aufgenommen zu werden. Ich wünsche auf jeden Fall wie immer gute Unterhaltung. Noch ein ermordeter Flüchtling, noch ein ermordeter Flüchtling. Okay. Eine Maschinerie. Ja, wollen wir direkt mit denen quatschen? Oder auch nicht? Mit Haste. Ein Kochtopf. Überall Ermordete. Ein Topfdeckel. Ah, interessant. Ein geheimer Weg. Normalerweise könnte ich nicht so weit springen. Das liegt jetzt nur daran, weil ich hier den Knüppel der Hügelriesenstärke im Ohr umschleppe. Ein Rucksack. Oh ja, tatsächlich. Eine versteckte Stelle. Ja, ist doch nett. Das ist doch nett. Tod, okay, alles klar. Ja, der Held kann viel. Er kann sehr viel, nur schwimmen. Das kann er nicht. Letzte Warnung. Ihr steckt eure Migrantennase in Angelegenheiten, die euch nichts angehen. Wenn ihr ein Gehirn im Kopf spazieren tragt, bleibt ihr mit dem anderen absolutisten Abschaum in eurem widerwärtigen Lager. Euer Mädchen hat diese Botschaft wohl nicht bekommen. Ihr wollt gar nicht wissen, was mit ihr passiert ist und jetzt verschwindet. Und dann sind sie losgezogen, um sie zu retten. Und wurden alle ermordet. Ach shit. Wieder verschwendet. Wieder ein Zauber verschwendet. Ich kann den nicht nochmal benutzen, ne? Lange Rast, ja. Okay, ist halt so. Ach ja, Sumpfgras. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Spinnweben, das lässt nichts Gutes erhoffen. So, da ist eine fette Säule im Weg.
Easy. Oh, schwere Rätsel hier. Sonnenbeschienene Höhleneingang. Was das wohl heißen mag. So, Freunde, dann dürft ihr alle mal euren Hintern bewegen. Und erzählt mir nicht, dass ihr hier nicht rüberkommt. So, okay, die Hälfte haben wir schon mal, mehr als die Hälfte haben wir schon mal drüben. Das ist doch schon mal was. Du, mein kleiner Freund, schaffst es anscheinend nicht. Dann werden wir dich wahrscheinlich auflösen müssen, beziehungsweise hier den Zauber auflösen. Nebelschritt, wollen wir den wirklich verschwenden, den Nebelschritt-Zauber? Ich meine, wir haben so viel Krams. Darunter gibt es bestimmt auch 100 Nebelschritt-Schriftrollen. Ah, 4 Stück, immerhin. I've got a long road ahead. Please, Mistra. Still alive, so that's progress. Wonder if the gods are watching me. Onward in her name. Quite. Oh, enough waiting. I crave blood. A long way to go still. Okay. Blackets will be done. Habe ich schon zwei, die nicht rüberkommen. Which way to the nearest line? Dann machen wir halt noch was anderes. Auch kein Problem. Kein Problem. Salutations. Man muss sich ja nur zu helfen wissen, nicht wahr? Oh, guck mal, er hat schon einige davon bekommen von mir. Oh, ob das funktioniert? No time to dally. Die sind so krass glorreich angezogen mittlerweile. Ihm geht's ja noch, aber Schattenherz mit ihren neuen weißen Haaren, unfassbar. Wenn ich das nochmal spielen würde, würde ich versuchen, mit Schattenherz eine Romanze zu starten. Das wird die schwerste wahrscheinlich. Schwerstmögliche Romanze. So, also. Werfen. Ja, siehst du, geht doch. What's next? Your desire. Hätte ich auch vorhin machen können und dann hätte ich auch den kleinen Kerl hier mitnehmen können, den ich jetzt aufgelöst habe. Wo ist er? Da. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Hühnerschräger. Alright. So, Freunde, dann schleichen wir uns mal da rein. Okay. Na toll. Super. Super. Jetzt ist der Eingang offen, ja? Genau. Jetzt ist der Eingang offen. Schmaler Riss. Und vorher war es nicht. Super. Ja, okay. Das hat es ja voll gebracht, würde ich sagen, ne? Boah, haben wir was entdeckt hier. Da haben wir was entdeckt, du. So ein Bullshit. Das ist der andere Höhleneingang. Da ging es zu. Wo ging es hier nochmal hin? Eben schnell rum reinschauen. Zu den Gnomen, ne? Die müssen noch da sein, oder? Ja, die sind noch da. Theoretisch gesehen könnte man da noch was kaufen oder. Oder anders wie. I'll give it a shot. Da
Okay, dann gehen wir weiter. So, dann sind wir mal gespannt, was jetzt kommt, denn wenn die anderen nicht durchgelassen werden, dann wird hier auf jeden Fall irgendein Skript jetzt ablaufen. The Duke, Ravengard, I think. I heard he's a good man. Let us talk to him. Tja, mittlerweile ist er infiziert. La 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 la. Los geht's. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Ich bin doch kein Geflüchteter. Hallo, ich bin kein Flüchtling. Ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr hier redet. Lasst mich durch, sonst ist es euer Tod. Schon gut, ich mache mich auf den Weg. Ich habe wichtige Dinge in der Stadt zu erledigen. Well, do you have the means to support yourself? Ich komme gut allein zurecht. 200? Ich brauche kein Geld. Ich lebe von allem, was ich in der Natur finde. Was? Besitzt ihr die... Achso. Ich bin pleite, aber ich krieg bald Geld. Ich bin pleite. Ja, hier ist die Kohle. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Wozu braucht ihr meinen Namen? Ich heiße Haldir. Ich heiße Tilly von Was? Tilly von Tautropf? Wuschelesel? Was? Bescheuert. Schon gut, ich mache mich irgendwie auf den Weg. Ihr betrügt mich doch. Gebt mir mein Geld zurück. Wie geil ist das denn? Am besten wäre es jetzt gewesen, wenn er gesagt hätte, mein Name ist Smith. Mr. Smith. Ich heiße Tilly von Tautropf Wuschelsen. Das ziehe ich jetzt eiskalt durch, oder? Wozu braucht ihr meinen Namen? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Mein Name ist Tilly von Tautropf Wuschelsen. Well met, Citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct you feel connection. Resonance. Bei allen Höllen, was ist das für ein Ding? I am a steel watcher, Citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Was ist mein Anliegen, Baldurir? Baldur's Tor ist meine Stadt, meine Heimat. Kämpfer, ich will mich anwerben lassen. Die flammende Faust kann ja wohl etwas Hilfe brauchen. Baden und täuschen? Baldur's Tor ist die nächste Station auf meiner Lesereise durch ganz Verruhen. Ja, da werde ich wahrscheinlich Punkte ohne Ende haben, ne? Täuschen. Täuschen. Bonus. Guck mal, was ich hier schicke Boni benutzen kann. Aber die Chance zu verkacken ist sowieso gleich null. Aha. Eyes open, body still. Was? Also gut, Augen auf und stillhalten. Tun, was sie sagt. Stillhalten. Warum? Ich habe es mir anders überlegt. Ich komme wieder. Ich habe Schiss. Warum? The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen. Ja, absolut. Absolut. Tun, was sie sagt. Stillhalten. Oh, krass, das Ding. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert scrying eyes. Welche Untaten? The howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge. And the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers.
and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Ich soll mitkommen, zulassen, dass du verhaftet wirst. Oh shit. Ich bin doch kein Feind des Volkes, ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich bin ein Held. Was ist denn mit der Geschichte, dass ich Keswick Storm gekillt habe? Ein Feind der Absoluten. Die Absolute Armee kommt, um Baldur's Gate zu zerstören. Also ist das jetzt alles, ja, wegen Fürst Gortash. Es ist alles korrumpiert. Ich werde jetzt verhaftet, ne? Ich komme jetzt im Knast. Oder ich kämpfe. Ich muss alle umbringen. Auch keine gute Lösung, ne? Alles klar, dann geht's ab in den Bau. Your peaceful surrender has been noted. You will be transferred to Worms Rock Prison, where you will await further sentencing. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! Also hier findet jetzt ein Kampf statt, sehe ich das richtig? Irgendwer kämpft gegen irgendwen. Nur wir werden nicht bekämpft. Es kämpfen welche gegeneinander. Wir sind jetzt nicht Teil des Kampfes, wenn ich das richtig verstanden habe. Fehlfunktion. Wahrscheinlich war das jetzt diese Geschichte, was ich auch habe. Fehlfunktion. Zwei Runden lang betäubt. Okay, das ist eine gute Gelegenheit. Magische Resistenz, unveränderliche Gestalt, idealer Wächter. Gelegenheitsangriff. Dunkeln sieht es nicht so schlimm. Ausfallsicherungsprotokoll. Wenn die Kreatur eine substanzielle Anzahl an Trefferpunkte verloren hat, setzt sie ein Selbstdetonationsprotokoll in Gang. Um alle Gefahren in der Nähe zu neutralisieren, wenn sie stirbt, detoniert sie sofort. Die leichte Bauweise dieses Stahlwächters lässt ihn bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Vorteil sein und gewährt ihm eine zusätzliche Bewegungsrate von 9 Metern. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Möglichkeiten habe, wie zum Beispiel das hier, um dafür zu sorgen, dass dieser Wächter, das ist nur ein Burger, oder? Ja, wird Unschuldige werden sterben. Unschuldige werden sterben. Oh je. Oh je, ich sehe schlechtes Wetter. Scheiße, was mache ich denn? Soll ich sie alle umbringen? Was soll ich tun? Soll ich sie alle umlegen? Verdammt. Ist bei Angriffswürfen ein Vorteil, wenn sich ein Verbündeter mit Schild in Abstand von bis zu 3 Metern befindet, der nicht kampfunfähig ist. Riposte. Shit. Die Gelegenheit ist günstig. Wer hat das denn jetzt geworfen? Wer kämpft hier jetzt gegen wen? Ich will jetzt nicht, Also ich werde den ersten Zug jetzt verstreichen lassen, glaube ich, und einfach mal dran vorbeilaufen. Fascinating. Let's get on with it. Wahnsinn, dass Verstecken die ganze Zeit erfolgreich ist. Got to press on. Certainly. Let's go. What am I to do? Action, not reaction. Speak and listen. An efficient path. What to do? Best be on my way. Jupiter,
crossing hand. Lauf einfach weg. Lauf einfach durch. Kriegt er die ganze Zeit auf den Sack jetzt? Ausgebrannte Optik, überlasteter optischer Schaltkreis. Das sollte tatsächlich eine Stelle sein. Die Augenlinsen der betroffenen Kreatur wurde verletzt und ihre Sicht ist beeinträchtigt. Die Kreatur erhält einen Malus von 1d6 auf Angriffe. Der Erkenner der Stahlwächter wurde mit Licht überlastet und kann keine Bürger mehr überprüfen. Aha. Okay, egal. Wir nehmen das dankend an und Oh yeah. Ja, wieso kann ich nicht weitergehen mit der Sicht? Bin ich schon auf das Maximum? Ah, cool. Das haben wir auch freigeschaltet jetzt hier. Und das hier ist hier. Oh, Schars Liebkosung. Oh, jetzt wird's langsam richtig spannend. Hier drin sollte richtig. Was? Das sollte richtig cool werden. Klär die Morde im Tempel der offenen Hand auf. Was hat sich ergeben? Es hat sich ergeben, dass Freigos Klitsche ist mit Blumenmotiven verziert, die zum Schlüssel passen. Ah, wenn wir unter dem Tempel der offenen Hand, den wir unter dem Tempel der offenen Hand gefunden haben, wir sollten herausfinden, was sich damit öffnen lässt. Und untersuche Kassadors Palast ist dazu gekommen jetzt. Wir haben einen Stamm der Urvölker getroffen, dessen Anführerin Ulma sagte uns, dass ein Vampir namens Kassador ihre Leute tötet und Kinder entführt. Sie möchte, dass wir die Kinder retten und den Vampir vernichten. Zunächst sollten wir herausfinden, wo Kassador lebt. Und dann haben wir noch was, das hatten wir auch schon mehrmals. Hier ist was hinzugekommen. Der Zugang zur Festung Würmfels und der Stadt ist eingeschränkt. Jeder wird von Stahlwächtern durchsucht und Flüchtlinge werden nicht reingelassen. Weil das Tor ist in der Nähe. Wir sollten herausfinden, wo Gortash ist. Ja, okay. Ich hätte es auch witzig gefunden, verhaftet zu werden. Bestimmt wäre dann, ja, keine Ahnung, ich dachte jetzt, dann wäre es wie im Knast weitergegangen. Und dann hast du erstmal gar keine Ausrüstung. Musst halt so zurechtkommen und irgendwann findest du deine Ausrüstung wieder in irgendeiner Kiste. Irgendwie sowas. Okay, das sieht aus wie eine ganz normale. Ich wollte gerade sagen Kneipe, aber eher sowas wie ein Hotel oder sowas. Reisende. Abenteurer. Abenteurerin. Sir, good, sir. Give me 3 days and. Oh, I. Apologies. Thought you were someone else. Greetings. So forth, so on. Ich suche einen Mörder, einen Zwerg, rot gekleidet, genau wie ihr. Für wen habt ihr mich denn gehalten? The landlord, Sir Frego Antuna. A most generous soul, I assure you. Ich suche einen Mörder. How dare you accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Ja, okay. Okay, sehr gut.
Regeln für die Klitsche. An alle Bewohner von Frygos Klitsche. Bitte nehmt die folgenden Regeln und die damit verbundenen Kosten sorgfältig zur Kenntnis. Laken vor der Abreise ordentlich auf das Bett falten, 2 Goldmünzen. Kein großer Gestank, 3 Goldmünzen. Ein Trinkgeld für den Hausmeister, er wird sehr gut bezahlt, 5 Goldmünzen. Kein Verzehr von mitgebrachten Speisen, 2 Goldmünzen. Keine Spuren in der Latrine, niemals. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Naja, ihr Hohenpriester ist gerade gestorben. Ich dachte, Priester wären so höflich. Was ist euer Geschäft? Danke für die Vorwarnung. Let me show you. Was ist euer Geschäft? Euer Geschäft sind Tränke. Verschiedenste Art. Ein paar verschiedene Arten. Aber eigentlich nichts Besonderes. Okay, dankeschön. Pleasure doing business. Okay, sonst gibt's da nichts zu erzählen? This place is real shabby. But at least folk don't look at you funny in here. Need anything? Ach, das Rest war alles nur unwichtiges Gequatsche anscheinend. Hm? Probleme in der Klitsche. Das darf ich ja wohl lesen, oder? Ja, lesen darf ich's. Eine Aufzählung von Arbeit, die in Frygos Klitsche, das heißt tatsächlich so, erbracht wurden. Bla 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 bla. Okay, alles klar. Dann quatschen wir mal mit dem Koch oder der Köchin. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Was habt ihr da? Have a skeg at these. Yummy, yummy, yummy for my tummy. Kartoffelbrei, Kürbissuppe, Zwiebelsuppe. Dann nehme ich mal die Kürbissuppe. Dankeschön. Und die futtern wir auch direkt. Ne, kann ich nicht, egal. That should do you. Toll, dankeschön. Leckere Kürbissuppe. Aha, ich könnte jetzt hier rausgehen, die Tür zumachen. Und dann könnte ich die Tür abschließen mit einem Zauber. Wow. Eine Mieterliste. Niedergekritzelte Aufzeichnungen zu Gästen bedecken Seiten voller Tinte, Fett und wissen die Götter was noch. Name und so weiter. Aufenthalt unbestimmt. Halt einen 10-Tag im Rückstand. Ja, okay. Nee, nee, du sollst die Treppe raufgehen. Das checkst du doch, oder? Ja, alles klar. Hier ist ein Zwerg. Ein Zwerg. Ein verdächtiger Zwerg. Bleib stehen, du. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Was ist ein Stahlwächter? Den traue ich nur so weit, wie ich sie werfen kann. Sicher? Warum nicht? Oi, I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Okay. Just think. Soon we'll feel the sun on our skin. After all this time, one more mark, then we can go. Hallo, hast du auch rote Augen, Mädchen? Ja, hast du. Heimlichkeit zuhören, wovon redet ihr? Opfer? Das klingt nicht gut. Ding, 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 ding. Dafür sind mir meine Zauberplätze wirklich nicht zu schade. The Black Mass is ready to begin. It's not for the Master. It's for me. I want a beating heart there, ready for me when the Mass is complete, and we're finally granted our freedom. After 200 years of rats, I think we deserve a real drink. There is no time. We are expected back at the palace. Relax.
The Black Mass won't start until Master drags Astarion from whatever hole he's hiding in. We have time to find one more person. Ihr kennt Astarion? Ich wäre dabei, wenn ihr noch Freiwillige sucht. Schwarze Messe meint ihr das Ritual des unheiligen Aufstiegs? Wer dumm genug ist, sich von euch beiden einlullen zu lassen, hat sein Schicksal verdient. Wir fragen mal ganz frech. What did you say? Of course not. We were merely discussing a celebration to be held in the palace of Cazador Zar. You should come. It'll be the talk of Baldur's Gate. Ich spare mir die schwarze Messe, solltet ihr auch tun, wenn ihr schlau seid. Gerne. Ich treffe euch dann dort. Ich weiß nicht, ich nehme eigentlich keine Einladung von Fremden an. Ich passe, klingt nicht nach meinem Ding. Nein, ich mach hier. Ich treffe euch gerne dort. Oh, great. Wunderbar. The palace looks out over the lower city. You won't be able to miss it. Forgive us for not escorting you there. But my brother and I must attend to another matter first. Yes, dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. I look forward to seeing you at the palace, though. It'll be a once-in-a-lifetime experience. I promise. Ja, genau. Ich freue mich auch schon darauf. I will not. It is our chance to start over. Oh, ich muss hier noch was ändern, sehe ich gerade. Da fehlt noch die Einrichtung wieder hier. Die Handschuhe brauchen wir. Dann muss eigentlich die eine Rüstung da wieder hin. Die mit den drei Positionen. Anscheinend habe ich die an Astarion gelassen. Die Rüstung ist aber nicht ganz so entscheidend. Heimlichkeit ist ja nur, damit ich dann nicht entdeckt werde. Und der Ring. Der Ring. Wo ist der Ring? Ist das der Ring? Das ist der Ring. Alles klar. Wir teilen uns auf. Klick, 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 klick. Besser mit Kuschus. Runaway is still missing after all. Nothing happens until let's get going. Time to press ahead. Du schleichst das noch oder nicht? Solltest du schleichen? Should mind my step. So, wie viele Runden hast du jetzt noch? Eine Runde noch. Verdammt. So. Das Diebstahl? Nix. Okay. Okay, hat sie erledigt. So, dann gucken wir mal weiter. Da geht's noch hoch und hier geht's noch rein. Dann gehen wir erstmal hier rein. Leute, kommt ihr mit? Hier ist auch noch eine Tür. Ah. Ach so, das Bad ist hier. Ja gut, ein gemeinsames Bad kann man sich ja vorstellen bei so einem Ding. Das dürfte nicht allzu schwer sein, das zu knacken, oder? So, dann will ich gar nicht weitermachen. Ah, super, das hat's ja vollgebracht. Lol. Voll so schleichen. Oh, wo kommen wir denn hier? Achso, hier kommt man sowieso hin. Wieso war die Tür denn abgeschlossen? Oh, I'm sure he has plans. But I wouldn't dare guess at them. Interessant, hier sind viele Truhen. Die müssen wahrscheinlich alle nochmal checken. Jetzt wird's interessanter. Doppeltür. Reisetruhe. Guck mal, ein versteckter Raum. Lol. Okay, alles klar. Alles klar. Was haben wir denn hier? Eine blutbefleckte Nachricht, eventuell aber eine Falle dabei. There's blood by
Doch nicht? Na gut, dann wollen wir erstmal die Nachricht lesen. Zwei Hände. Jetzt zwei Hände. Hä? Zwei Hände, jetzt zwei Hände. Zwei mehr sind nötig. Nicht genug. Muss mich mit Ruhm bedecken. Ruhm bedecken. Um mit Blut bedeckt zu sein. Was? Zum Teufel. Jutesack. Und dann haben wir hier Blut. Nachforschung versuchen, den Ursprung des Blutes zu entdecken. Ich bin aber nicht so gut in Nachforschung. Intelligenz minus 1, weil ich da nur 8 drauf habe. Haldi ist halt nicht die hellste Kerze. Haldi, alten Trottel, ey. Aber so wird's schon gehen. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Ja, und deswegen auch die Kette da. Körper hervorziehen. Da haben wir jemanden. Hier ein Schlüssel und ein Ring für die beste Frau und Mutter. Entschuldigung. Den Schlüssel kenne ich. Es ist der gleiche, den der Leichnam in den Tunnel hatte. Can't afford to stay idle. At the ready. Oh, enough waiting. I crave blood. Let's move. Kein Problem, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal habe ich 150 Millionen tausend Rollen, um das zu machen. Und wir werden eine von unseren 100... Oh, nur noch 3. Okay, ich dachte, es sind mehr. Ich muss hier mal wieder aufräumen. Ist ja wieder ein Chaos hier. Und auf der anderen Seite habe ich ja noch, was ich in diesem Moment vielleicht besser benutzen sollte und was mir immer zur Verfügung steht. Der Ring. Das Amulett. Sprich... The corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? Wo sind wir hier? Wie seid ihr gestorben? Was habt ihr getan, als ihr starbt? Wie seid ihr gestorben? By my son. Oh, das ist ja evil. Charming. She mustn't have nursed him enough as a child. Or too much. Wer ist euer Sohn? Dalor. Okay, das war jetzt nicht sehr hilfreich. Wo finde ich euren Sohn? Ja. Warum hat euer Sohn euch getötet? Wo finde ich euren Sohn? Ach scheiße, das war ja auch klar. Okay, dann wie sieht euer Sohn aus? Zwerg, wie ich. Na toll. Red. Toll, ich habe noch eine Frage über, wenn ich mich recht erinnere. Warum hat euer Sohn euch getötet? Found his secret. My sweet boy. Why? The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ja, das waren die falschen Fragen, die ich gestellt habe. Ich hätte erst fragen sollen, wieso. Hat euer Sohn euch gekillt. Mal sehen, was mir mein Journal sagt. Ich soll den Palast untersuchen. Wir haben in Fragos Klitsche zwei offensichtliche Vampirbrütlinge getroffen. Sie haben uns zu einer Feier in Cassadors Sars Palast eingeladen. Das klingt so, als würde dort etwas Finsteres vorgehen. Wir sollten nachforschen. Ja. Kläre die Morde auf. Ein Schlüssel in Fergus Klitsche passt perfekt zu dem, den wir unter dem Tempel der offenen Hand gefunden haben. Wir sollten versuchen, weitere Beweise zu Vater Morgans Mord in der Klitsche zu finden. Fergus Klitsche ist mit Blumenmotiven... Das hatten wir. Ja, super. Da ist noch ein Beutel. Nix. Seil. Bett. Kann sich reinlegen. Blutbank. Doch, da steht echt Blutbank. Käse, ein Teller, Regal. Da ist noch was.
Ein blutbeschmiertes Pergament. Zerrissenes Pergament. Lesen. Dieser Brief ist zerrissen und befleckt, teilweise nicht zu entziffern. Nehmt die Liste, findet die und huldigt ihn in seinen Namen. Bringt ihre irgendwas zu Ende oder so? Zum Beweis, dass ihr würdig seid. Werdet zum Bla. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Zahlreiche tiefrote und bräunliche Spritzer zieren dieses Stück Pergament. Wer sich dem Tribunal des Mordgottes stellen und den Tempel des Baal betreten will, muss die Ziele auf dieser Liste töten und die Morde dem Kult der Absoluten anhängen. Bringt die Hand der Opfer als Beweis für ihren Tod mit. Schreitet im Blut, Aspirant. Herzogin Berlin oder Berline, wie auch immer. Stelmain. Schwer mit den Namen manchmal für mich. Taverne Elfengesang, Unterstadt getötet. Vater Logan, Tempel der offenen Hand, Rivington getötet. Schnibbels der Naht, Zirkus der letzten Tage, Rivington getötet. Alexander Regenwald, Büro in der Nähe des Kontors Unterstand getötet. Frank Birnbaum, Wohnhaus in der Nähe von Feogils Feuerwerk, Unterstadt getötet. Cora Hochbär, großes Wohnhaus unweit der Gazette, Baldes Ohr. Nicht Baldes Tor, Baldes Ohr. Ist noch eine andere Stadt. Es gibt Baldes Tor und die Nachbarstadt ist dann Baldes Ohr. Unterstadt lebt wohl noch und hier sind noch ein paar andere, die noch leben. Okay. Ah, nice. Scharlachrote Lederrüstung, verstohlener. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Heimlichkeit. Und noch ein bisschen anderer Kram. Ah, nice. Okay. Ich würde sagen, dann schauen wir nochmal in unser Journal rein. Und jetzt haben wir hier beeindrucke das Mordtribunal. Wir haben eine Liste von Leuten gefunden, die getötet werden sollen. Wenn wir zwei dieser Ziele umbringen und als Beweis jeweils eine abgetrennte Hand vorlegen, können wir vor dem Mordtribunal bestehen und den Tempel des Baals betreten. Untersuche die Morde. Vater Logans Name steht auf der Liste, auf einer Liste von Zielen, die wir gefunden haben. Der Mord an ihm scheint ein Test für Kultisten zu sein. Wenn wir sie bestanden haben, können sie den Tempel des Baals betreten. Wir sollten Ermittlerin Valeria die Liste zeigen. Machen wir. Wir haben einen grausamen und bewusst platzierten Mordszenen im Ballistings entdeckt. Wir haben eine Todesliste der Ballisten gefunden. Neue Rekruten werden beauftragt, zu morden und dies als Werk der Absoluten hinzustellen. Wir sollten nachforschen. Erfolgreiche Rekruten erhalten Zutritt zum Tempel des Baals, von wo Urin wartet. Das Gute ist ja, wir müssten doch jetzt eigentlich, theoretisch, ob das funktioniert, wissen wir noch nicht, werden wir rausfinden, die Hand vom Vater, vom Papst, vom Priester, wie auch immer, müssten wir uns rein theoretisch noch schnappen können. Ne, da fehlt eine Hand. Scheiße, ihm fehlt die Hand. Alles klar, hat sich erledigt. Okay, eine Hand habe ich ja. Aber rein theoretisch brauche ich die wahrscheinlich auch nochmal. Ich habe ja den Auftrag von der Zoowärterin. Ach, Zirkus. Zoowärterin. Von der Zirkus. Ja. Inhaberin, wie auch immer. Alle Teile von Schnibbels zu besorgen. Das heißt, ich muss theoretisch zwei von den auf der Liste befindlichen kalt machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier steht alles, was von der Unterstadt, Oberstadt. Die beiden wären eventuell interessant.
Vater Schnibbels, die beiden Hände hat er sich geschnappt. Das ist Unterstadt. Unterstadt. Auch Unterstadt. Ja, alles Unterstadt. Es gibt noch die beiden. Ich bin jetzt, frage ich mich auch, bin ich in der Oberstadt? Oder bin ich in der Unterstadt? Ne, ich bin in Rivington. Ich bin weder noch. Ich bin weder noch. Hier haben wir noch einen Händler. Finest fish caught this morning. What'll it be? Oh je, toll. Come back soon. Ja, ja, ganz sicher nicht. Okay, als nächstes geht's jetzt endlich nach Ewigkeiten und schon tausendmal gehört, schon x-mal gehört, dass hier irgendwas Besonderes sein soll, geht's jetzt endgültig in Charles Likosung. Decadent Drow to whip-cracking librarians, we cater to all tastes. See Mamselle Amira for a full list of company.